Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Yes, guten Morgen. Geht's euch gut? Ihr seid fröhlich, das gefällt mir. Kirche ist ein fröhlicher Ort und heute ist ein guter Tag. Und vielleicht schaust du mal deinen Nachbarn an, rechts und links, und sagst ihm, heute ist ein guter Tag, okay? Heute ist ein guter Tag. Hey, ich bin schon des Öfteren hier in dieser Kirche gewesen und ich liebe diese Church. Und jedes Mal seid ihr irgendwo anders gewesen. Also jedes Mal war ich irgendwo anders. Heute bin ich hier, hoffentlich ein bisschen länger. Mal schauen, aber vielleicht auch nicht. Wenn ihr wächst, dann seid ihr wieder irgendwo anders. Nächstes Jahr, keine Ahnung. Aber ich bin dankbar, dass ich heute da sein darf. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gewusst habt, aber ihr habt wirklich fantastische Pastoren, Jochen und Columba, über die ganze Zeit. So krass zu sehen, was die beiden rein investieren in diese Kirche. Und Jochen und ich, wir sind miteinander unterwegs, auch im Momentum College Leadership Academy. Und ich sage immer, hey, wenn ich irgendwas wissen muss über John Maxwell, was John Maxwell sagt, dann frage ich Jochen, weil der sagt mir sofort, das steht in dem Buch auf Seite so und so und so und so, da findest du das, ist einfach mega. Und Jochen, ich feiere dich einfach, euch beide, das ganze Team hier, einfach richtig schön. Yes, okay. Habt ihr Lust, Predigt zu hören? Ja? Ich mache heute auch etwas komplett Neues und zwar bin ich heute mit eurem Screen unterwegs und heute heißt die Predigt, passt sogar, ne? Alles neu, okay? Alles neu und möchte mit dir in einen Bibeltext reinschauen. In den Bibeltext lesen wir in 2. Korinther 5 und die Verse ab Vers 14 und da lesen wir mal zusammen. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesen überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, sag mal darum. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das aber alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht aller anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Danke, Herr, für diesen Morgen. Wir danken dir dafür, dass du da bist. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen. Und wir beten dafür, dass du uns berührst und uns bewegst, dass du uns veränderst und dass dieser Morgen heute ein guter Morgen ist, weil wir dir begegnet sind. Wir danken dir für deine Treue. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, keine Ahnung, was du so für ein Typ bist, ob du eher so der Typ neu oder ob du eher so der Typ alt bist. Hab so gedacht, hey, wir sind ja Church, Church ist Familie, also können wir uns ja ein bisschen kennenlernen und hab dir mal so verschiedene Bilder mitgebracht und will mal so ein bisschen abchecken, ob du mehr so der Typ alt bist oder der Typ neu bist. Also vielleicht sagst du, hey, ich stehe so voll auf alt, ja, so eine alte Uhr, so das brauche ich in meiner Tasche, das kann ich rausholen mit so einer Kette, das finde ich richtig nice. Oder du bist eher so der Typ neu, ja. Oh, Hauptsache es blinkt, Hauptsache es piept, Hauptsache es vibriert, Hauptsache da passiert was auf dem Gerät und ich kann alles sehen. Also frage ich dich mal, bist du eher der Typ alt? Dann streck mal. Ja, bist du der Typ neu? Streck mal. Ah, okay, ein bisschen mehr Richtung neu. Alright, wir machen nochmal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel Wohnungseinrichtung zu Hause. Ja? Es gibt ja die einen, die sagen, es muss alles so richtig old fashioned sein. Manche Leute kaufen so alte Villen, renovieren das und machen das alles mit Stuck und so weiter. Und die feiern das, königlich auf so einer Couch zu sein. Ja? Vielleicht bist du auch so ein Typ. Oder du bist eher so ein Typ Richtung das hier. So schlicht und elegant. Bloß kein Staubfänger drin, ja? Dass sich nichts da lagern kann.
einfach, schlicht und zum Sitzen vielleicht nicht immer super bequem, aber es ist schick, okay? Also die Frage ist eben, wer ist eher so in dieser Richtung alt unterwegs? Okay, wer ist eher so in dieser Richtung modern unterwegs? Ah, die Frauen melden sich vor allen Dingen, ich merke schon. Nice, nice. Oder wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Ja, also Thema Auto, wir sind ja am Schwabeländler, wir sind Auto, hier ist Audi ja ganz groß und so. So altes Auto mit Flügeltüren, mega, kann man sogar in die Vergangenheit reisen, krass. Oder lieber sowas hier. Elektroauto, drückst aufs Gas und bam, geht das Ding an die Decke und kannst alles überholen, was du überholen möchtest. Mega. Also wer ist eher so hier unterwegs? Nice. Wer ist hier unterwegs? Ja, okay, da war es schon wieder Richtung alt. Also ihr seid schon so ein bisschen, ihr wisst nicht so ganz genau, immer alt, neu. Also es ist nicht kontinuierlich, dass jemand, der am Anfang alt gesagt hat, bei alt bleibt. Cool, finde ich gut, ihr seid flexibel. Und letztes Beispiel, gehen wir nochmal auf sowas. Schaffe, schaffe, Häuslebauer, gell? Und danach nach dem Mädleschauer, ganz wichtig. Villa, so. Manche Leute, wie gesagt, die feiern so alt. Es muss alt sein, irgendwie schönes altes Haus. Ich wohne da fürstlich und so weiter. Und andere Leute, ich habe euch mal ein Bild von meinem Haus einfach mitgebracht. Die wollen es dann eher so haben, gell? Oh, die wollen es dann eher so haben. Dankeschön. Und einfach schlicht mit Pool davor. Ich sag euch, in Ludwigsburg ist es echt teuer, es war nicht günstig, das Haus. Aber Scherz beiseite. Genau, aber guckst du mal, was du so bist. Team alt, so, wer altes Haus? Ja, oh, 2, 3, 4, danke, ich habe eure Hände gesehen, 5, 6, 7. Okay, kommen noch ein paar zusammen. Und wer ist mehr so, wer will mich mal besuchen in meinem Hause? Alles klar, okay, ihr kriegt eine Einladung. Sehr schön, cool. Alright. Alt oder neu? So, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den meisten Dingen bin ich so in Richtung neu. Ich mag gern neue Dinge, weil neue Dinge, so wenn du sie auspackst, ist einfach alles zum ersten Mal. So, du berührst es zum ersten Mal, du packst es aus. Ich weiß noch, als ich meine Wohnung gezogen bin vor einigen Jahren, es war Neubau und du gehst da rein und es riecht alles noch so richtig neu. Da ist noch niemand durchgelaufen, da hat noch niemand Kratzer so in den Wänden hinterlassen, irgendwelche Spuren hinterlassen. Das ist alles richtig, richtig neu. Und neu ist einfach neu, oder? Neu ist zum ersten Mal, das hat es vorher noch nicht gegeben, das ist wirklich komplett neu. Und ich liebe diesen Text, den wir gerade gelesen haben, wo Paulus uns sagt, wenn jemand in Christus ist, dann sind wir komplett neu. Das ist Neuschöpfung. Da ist was komplett Neues geworden. Das Alte, was war, ist nicht mehr, sondern es ist wirklich komplett etwas Neues geworden. Deswegen heißt mein erster Punkt heute, wir sind neu. Okay? Wir sind neu. Paulus sagt, es ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Es ist Neues geworden. Und ich muss so daran denken, bei uns in der Kirche zum Beispiel, da werden gerade viele Babys geboren. Ich weiß noch, vor einigen Jahren hatte ich mal einen Pastor eingeladen und habe mir so meine Kirche gezeigt und wir waren halt so ein paar ältere Leute und dann waren halt ganz, ganz viele Studenten da. Und ich liebe Studenten. Gibt es Studenten? Ja, wow, hier gibt es nicht so viele Studenten. Du traust dich gar nicht, dich zu melden. 1, 2, Gott segne euch von ganzem Herzen. Und ich sagte zu dem Pastor, der eingeladen war, hey, guck mal hier, wir sind nur ein paar ältere Leute und alle Studenten, aber wir haben keine Familien. Und er sagt, hey, kein Problem, Markus, warte ein paar Jahre ab, du wirst sehen, die werden alle sich befreunden, die werden alle heiraten, die werden alle Kinder in die Welt setzen. Und jetzt haben wir Wochen, ich sag's euch, haben wir jede Woche, seit 6 Wochen war das, glaube ich, jetzt mal eine Zeit lang, jede Woche die News, Baby geboren. So, ein Baby geboren. Oh, krass, wir hatten sogar eine Woche, da wurden 4 Babys oder 5 Babys geboren. So, mittlerweile haben wir so viele Babys, dass du gar nicht mehr weißt, wohin mit den ganzen Babys. So, wir müssen was machen. Kids Church wächst, mega krass. Aber jedes Mal, wenn ich so ein Baby sehe und so ein Neugeborenes sehe, dann denke ich mir, Gott, wie krass bist du eigentlich? Und du siehst diese kleinen Finger, so, diese kleinen Hände, so diese kleinen Ohren, diesen kleinen Körper. Und ich so, krass, Gott, das funktioniert schon alles. Und dieser Mensch war vorher noch nicht da. Der ist neu. Den gab es vorher noch nicht. Da gab es nicht schon mal eine Version von diesem Menschen, der kommt jetzt wieder auf diese Erde, was halt andere Religionen erzählen. Nein, neu.
Neuschöpfung. Gott hat etwas Neues geschaffen. Ein Baby kommt auf die Welt. Und Luther sagt, hey, wenn du ein Baby auf die Welt kommst, siehst du so, als wenn du Gott, wie sagt das, du hast Gott auf frischer Tat ertappt. So. Das ist was Neues geworden, was Neues geboren. Und das ist ein Bild dafür, das, was in unserem Innern passiert ist. Da ist nicht so ein bisschen aufgeräumt worden. Da ist nicht so ein bisschen was weggewischt worden. Da ist nicht so ein bisschen so was gekittet worden, ein bisschen was repariert worden, sondern Gott hat etwas Neues getan. So eine Neuschöpfung in dir, ewiges Leben in dir gewirkt. Und ich will dich mal fragen, wie ist es in deinem Herzen, wie ist es in deinem Leben? Kannst du dich darüber freuen, dass Gott was Neues in deinem Leben getan hat? Kannst du das verstehen? Kannst du das wirklich begreifen? So können wir wirklich freudig darüber sein und sagen, Gott, wie krass ist das, was du in unserem Leben getan hast, wie du in meinem Leben Neues gewirkt hast. Hey, was bedeutet das, dass wir eine Neuschöpfung sind? Ich will das mal mit dir anschauen. Und zwar bedeutet das, da sagt Petrus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns aufgrund seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichten Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubeln freuen. Sowas probiere ich immer gerne mal in der Kirche aus, aber heute nicht, 10 Uhr. Um 12 dann, komm nochmal. Werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Hey, wir haben gelesen, was dieses Neue, die Neuschöpfung in uns bewirkt. Und zwar, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Hey, wie wichtig ist das, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, gerade in Zeiten wie diesen, wo überall um uns rum es tobt, überall um uns rum alles durcheinander ist, wo Menschen verzweifeln, wo Menschen nicht wissen, wie es weitergeht, wo Menschen nicht wissen, ob sie ihre Jobs behalten, dass es Menschen gibt, die eine lebendige Hoffnung haben. Und das ist das Besondere an der Neuschöpfung, die wir haben. Wir haben neues Leben durch Gott in unseren Herzen gewirkt und wir sind nicht nur noch hier in dieser Welt unterwegs, wir sehen nicht nur das, was vor Augen ist, wir leben mit der Perspektive der Ewigkeit. Wir leben mit der Perspektive, hey, dieses Leben hier geht zu Ende, ist eine kurze Zeit, wo ich da bin und dann geht's ab in den Himmel, dann wird gefeiert, dann wird Party gemacht, dann sind wir bei Jesus, dann ist alles vorbei und wir haben lebendige Hoffnung in uns, auch wenn es draußen stürmt. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade passiert, ob es dir richtig gut geht, ob alles wirklich wunderbar läuft oder ob vielleicht dein Leben auch so ist, dass es stürmt und dass da Dinge sind, wo du sagst, ich weiß nicht, warum das alles passiert und ich komme irgendwie nicht durch und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will dir sagen, du hast lebendige Hoffnung in dir. Egal wie es stürmt um dich rum, Jesus ist in deinem Boot. Er sitzt in deinem Boot und du kannst dich freuen darüber, dass du diese lebendige Hoffnung hast, dass du Jesus hast, der Mitte geht durch alle Dinge hindurch. Also, was bewirkt es, dass wir lebendige Hoffnung bzw. Neuschöpfung sind? Wir haben lebendige Hoffnung in uns. Wir beide, wir freuen uns noch an. Und das Zweite ist, wir haben wirklich ein unbeflecktes Erbe bekommen. Wir haben ein unbeflecktes Erbe bekommen. Wir sind Teil geworden von etwas Großartigem. Hey, wenn du mal überlegst, eines Tages mal, ich weiß nicht, ob du reiche Eltern hast, aber was es bedeutet, dass du etwas bekommst, was jemand anders sich über Jahre aufgebaut hat, so erwirtschaftet hat und er überträgt es dir einfach und du darfst es einfach nehmen. Du darfst davon zehren. Du darfst es wirklich genießen. Und ich überlege so und ich denke mir so, krass, Gott, du hast alles dafür getan. Jesus Christus hat hart dafür gearbeitet. Er kam auf diese Welt. Er hat für uns wirklich alles in die Waagschale geworfen. Er hat uns gedient. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, ein Leben zu leben, was Gott ehrt. Und er hat letztlich den Preis bezahlt. Er ist den Weg gegangen ans Kreuz für uns, damit wir den Zugang haben zum Vater hin, damit wir Gemeinschaft haben können mit Gott, damit eben diese Neuschöpfung in unserem Leben hineinkommen kann. Und es bewirkt eben, dass wir Anteil bekommen am Himmel. Dass du und ich Anteil bekommen am Himmel.
Und deswegen, ich freue mich darauf, was eines Tages mal wir haben werden. So, in Johannes wird uns das geschrieben, dass wir nun das Recht haben, Kinder Gottes zu sein. Kinder Gottes zu werden. Wir haben das Recht bekommen, Kinder Gottes zu werden. Und deswegen, das Neue, was in uns geworden ist, hey, ich will dir sagen, das ist sowas Besonderes. Das ist sowas Großartiges. Und lass es dir doch nicht von dem, was draußen in der Welt zunichte machen, dass du nur noch auf das schaust, was vor Augen ist, sondern dass du viel mehr lernst, auf das zu schauen, was Gott in deinem Herzen gewirkt hat. Dass du wissen darfst, ich bin berufen dazu, ein Kind Gottes zu sein. Ich habe lebendige Hoffnung in mir. Gott hat etwas Neues in mir gewirkt und ich kann auch in Zeiten wie diesen, kann ich fröhlich sein. Ich kann mich freuen über meinen Gott und ich kann sagen, Gott ist wirklich gut. Amen. Amen. Deswegen du und ich, wir haben eine neue Hoffnung bekommen, wir sind eine Neuschöpfung. Das Zweite, was Paulus hier so schreibt, ist, das Alte zurückzulassen. Er sagt eben, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Und ich musste so an die Geschichte denken, im Alten Testament, die uns überliefert wird, wo Lot eine Begegnung hatte mit Engeln, die ihm sagten, hey, verlass diesen Ort hier, verlass diesen schlechten Ort und geh raus, nimm deine Familie mit. Und vielleicht kennt ihr diese Story, wo sie dann gehen und den Ort verlassen und seine Frau dann zurückschaut und in dem Moment, wo sie zurückschaut, sie zur Salzsäule wird. Und sie erstarrt und sie kein lebendiges Wesen mehr ist. Und ich dachte mir, so, das ist so bildlich auch für unsere Leben, dass das eben geschieht, wenn wir zurückschauen auf das, was gewesen ist. So, ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit bisher gelaufen ist, ob alles super gelaufen ist in deiner Vergangenheit. Wahrscheinlich nicht. Und manches Mal schauen wir zurück auf das, was war. Und wir sind irgendwie traurig und wir lassen uns wieder irgendwie in diesen alten Trott zurückziehen. Aber Fakt ist, keiner von uns kann unsere Vergangenheit nochmal verändern. Unsere Vergangenheit ist schließlich Vergangenheit. Es ist passiert. So, keiner von uns kann unsere Vergangenheit verändern. So, was wir tun können, ist, wir können im Heute können wir leben, und im Heute können wir Dinge verändern und trotzdem kennen wir das vielleicht, dass wir in alte Dinge zurückfallen und dass wir dann so am Boden sind, weil wir uns vielleicht schon tausendmal vorgenommen haben, Dinge anders zu machen, tausendmal vorgenommen haben, irgendwie jetzt nicht an dem Punkt wieder rückfällig zu werden und zu fallen und wir schaffen es manchmal nicht und wir liegen dann irgendwie am Boden. Und das Blöde ist, dass dann genau der Teufel kommt und der dann sagt so, hab ich's doch gewusst, du willst eine Neuschöpfung sein, du willst so derjenige sein, der lebendige Hoffnung hat, guck doch mal dein Leben an, guck doch mal an, wie erbärmlich du bist. Guck doch mal an, wie du hier da niederliegst. Und jedem von uns ist es schon passiert. Dass wir gedacht haben, shit, was mache ich hier eigentlich? Und du liegst am Boden und du schaust zurück und du bist so richtig drin und kommst da vielleicht gar nicht mehr raus. Paulus schreibt dazu den Römern mal Folgendes, und zwar, wie sie mit diesem Struggle umgehen können und wie sie dem begegnen können. Und er schreibt ihnen Folgendes. Und er schreibt ihnen, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder, Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und das finde ich eine gute Ansage, die Gott hier macht, beziehungsweise Paulus hier macht, wo Gott zu uns reden kann und uns Dinge für uns zeigen kann. Das erste ist eben, dass wir uns der Sünde für tot halten. Was heißt denn überhaupt Sünde? Sünde heißt im wörtlichen Sinn das Ziel verfehlen. Also heute Morgen habe ich mein Navi eingegeben, Pilgrimstraße, ist richtig? Ja? So, und wenn du dann losfährst und ich lande irgendwo, keine Ahnung, in Schwäbisch Hall, habe ich eindeutig mein Ziel verfehlt. So, dann bin ich vorbeigefahren. Dann bin ich nicht an dem Ort angekommen, wo ich eigentlich ankommen wollte. Und das heißt Sünde, das Ziel verfehlen. Ja, was ist das Ziel?
Es gibt ein Ziel, was Gott gesetzt hat für dich und für mich, und zwar, dass wir bei ihm sind, dass wir mit ihm sind, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. So, also sagt er, haltet euch der Sünde für tot. Was ist Sünde in unserem Leben? Sünde ist Lüge, Neid, Eifersucht, Streit, Egoismus, Arroganz, negatives Reden, negative Gedanken. Ich weiß, all das gibt es hier in der City Church Heilbronn nicht, gibt es nur in Ludwigsburg. Selbstmitleid, Lebenslüge, sexuelle Ausschweifung, Geldliebe, Völlerei. Diese ganzen Dinge, schlechter Umgang mit dem Körper. Paulus sagt, haltet euch für diese Dinge für tot. So, wenn du morgens aufstehst, wenn du morgens deinen Tag startest, wenn du morgens in der Gebetszeit bist, dass du sagst, hey, ich halte mich für Neid, für Eifersucht, für schlechtes Reden, schlechte Gedanken, für sexuelle Ausschweifung, egal, ich halte mich für euch für tot. Ihr habt keine Macht mehr über mein Leben. Ihr regiert nicht mehr in meinem Leben. Ich bin Neuschöpfung. Ich bin eine neue Kreatur. Ich lebe nicht mehr dafür. Das ist vorbei. Das ist Geschichte. Das ist wirklich, das ist nicht mehr mein Leben. Ich lebe für was anderes. Sich der Sünde für tot zu halten, bewusst jeden Morgen auszusprechen, zu proklamieren, ich bin nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern ich bin berufen für etwas anderes. Der Sünde für tot zu halten. Und das Zweite ist eben, bewusst für Gott zu leben, zu sagen, Gott, ich bin Neuschöpfung. Das heißt, ich bin für dich da. Ich bin ein Werkzeug für dich. Ich habe euch mal so ein bisschen Werkzeug von mir zu Hause mitgebracht. Ich muss sagen, ich habe nicht mehr so viel Werkzeug, aber so ein bisschen Werkzeug habe ich noch. Zum Beispiel diesen Hammer hier. Ist doch der Hammer, gell? Mit so einem Hammer kannst du mega, mega krasse Sachen machen. Also Hammer erstmal ist neutral, okay? Ist nichts Schlechtes und nichts Gutes. Aber du kannst so ein Werkzeug, so ein Hammer, kannst du für schlechte Dinge nutzen. Zum Beispiel könnte ich nachher, wenn ich rausgehe, nach dem Gottesdienst draußen an der Straße entlang laufen und überall auf allen Motorhauben eure Autos einfach mal so einen kleinen Abdruck hinterlassen, dass ihr wisst, Pastor Markus aus der Urban Life Church, er war heute da. Vielleicht brauchst du ein neues Auto. Ich kann ein bisschen mehr daran kaputt machen, meine Versicherung zahlt. Aber ich glaube, die meisten Leute würden es nicht cool finden, ne? Heiliges Blechle, das darf man eigentlich im Schwabenland nicht machen, so ein Witz. Aber ich kann das Werkzeug zu eben was Schlechtem benutzen. Es ist einfach ein Werkzeug, es steht unter meiner Kontrolle. So, ich bin derjenige, der das steuert und das Werkzeug eben benutzt. Und das Werkzeug eben kann ich auch für was Gutes benutzen. Ich kann euch helfen, hier die Location weiter auszubauen. Ja, ich kann euch helfen, ein paar schöne Bilder an die Wand zu nageln. So, ich kann es zu was Gutem verwenden. So, ich kann damit ein Haus bauen. Ich kann so viele gute Dinge damit tun. Und Paulus sagt ihm, hey, Church, liebe Leute, lasst euch gebrauchen als Werkzeuge für Gutes. Sprecht gute Dinge. Denkt positiv über andere Menschen. Baut Reich Gottes. Predigt das Evangelium. Ihr seid Neuschöpfung. Dafür seid ihr jetzt da. Ihr seid nicht mehr für das Alte da. Das habt ihr vorher gemacht. Ihr seid jetzt für das Neue da. Lasst euch gebrauchen als Gerechtigkeit, als Werkzeuge meiner Gerechtigkeit. Ich möchte etwas durch euch tun. Und wenn du so ein Werkzeug gebrauchst, dann siehst du, da entsteht etwas. Und dazu sind wir da, dass durch unser Leben etwas entsteht, dass durch Neues entsteht, Gutes entsteht. Dazu hat Gott dich und mich gesetzt und hat Gott Church bestimmt, dass wir das tun, dass wir das leben und dass wir auf diese Art und Weise wirklich Gutes tun. Also Altes zurücklassen. Paulus sagte mal an einer Stelle, er sagte, ich lasse Altes zurück. Ich lasse Altes zurück und vergesse, was hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Genau. Das können wir wegmachen. So, kommt nachher. Aber ich vergesse, was hinten ist und ich konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Und vielleicht denkst du, ja, das klingt so einfach, du bist so ein Happy-Clappy-Pastor, bei dir ist die Welt immer in Ordnung und so. Aber schau mal auf das Leben von Paulus, was Paulus hier sagt und schau in sein Leben, was in seinem Leben gewesen ist. Paulus war jemand, der so viel Dreck am Stecken hatte, der so viel Mist auf sich geladen hatte. Paulus hat die Gemeinde verfolgt, er hatte Familien zerstört.
Und glaubt doch nicht, dass vielleicht auch bei Paulus, wenn er morgens aufgestanden ist, manchmal so Bilder aufgeploppt sind aus seinem alten Leben. So Dinge, die ihn wieder eingeholt haben. Aber er sagt, ich vergesse, was hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Hey, wenn wir uns ausstrecken nach dem, was vor uns ist, auf das, was Gott für uns hat, dann füllt das unsere Herzen. Und dann hat das weniger Platz, was einmal gewesen ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben nicht zurückschauen. Dass wir die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen, dass wir die Vergangenheit ruhen lassen. So sagen, das vergesse ich, was da war, das Schlechte vergesse ich, das Gute nehme ich mit, das Schlechte vergesse ich. Und ich schaue nach vorne auf das, was Gott für mich hat. Weil ich glaube, dass Gott eine gute Zukunft für mich hat, dass er etwas Gutes tun möchte und dass er es eben durch mich tun möchte. Und das Letzte ist, leb deinen Auftrag. Leb deinen Auftrag. Ich muss mal gucken, ob ich das hier so schnell finde. Yes, oder? Nee, glaub nicht. Anderer Text. Aber egal, passt. Nehmen wir den nicht, wir nehmen einen anderen. Erste Mal Predigt mit dem Screen. Applaus für den Screen, nein, Quatsch. Lebt deinen Auftrag. Paulus sagt eben, hey, weil wir eine Neuschöpfung sind, so sind wir Botschafter an Christi Stadt. Und wir rufen, lasst euch versöhnen. Wir rufen es einer Welt zu, lasst euch versöhnen mit Christus. Vor einigen Jahren, als wir die Urban Life Church gestartet haben, 2012, da hatten wir noch wenig Budget, wenig Geld. Und so war es an mir zu gucken, wie überlebe ich? Wie kann ich gucken, dass ich genug Frühstück habe, genug Abendbrot habe, genug Mittagessen habe? Also habe ich mir einen Job gesucht und bin arbeiten gegangen. Und habe eine Firma gefunden, die gesagt hat, hey, du kannst für uns Vertriebsarbeit machen. Und ganz früh habe ich schon davon mal geträumt, Vertriebler zu werden. Allerdings nicht für das, was ich dann gemacht habe, sondern mein Wunsch war, Vertriebler für Automobile zu werden. Aber jetzt war ich Vertriebler für eine Firma, die Drucker und Kopiersysteme verkauft hat. Ich muss euch sagen, das war nicht so mein erster Heartbeat, okay? Ja, Drucker und Kopiersysteme, wow! Der kann drucken, krass, der kann kopieren, krass, musst du kaufen, heftig. Ich sagte, ich musste mich erst mal mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen, dass ich so begeistert war. Und dann natürlich war ich irgendwann begeistert, weil ich gesehen habe, krass, der kann ja sogar doppelseitig drucken, heftig. Crazy Sache. Aber was würde ich sagen, ich bin dort eingestellt worden und ich war jetzt im Vertrieb, das heißt, ich war Repräsentant von dieser Firma. So, ich bin Repräsentant von diesem großen globalen Unternehmen. So, und ich bin jetzt im Namen dieser Firma aufgetreten und habe gesagt, hey Leute, diese Firma, dieses Produkt ist das beste Produkt, musst du kaufen, dann wirst du glücklich sein, keine Probleme mehr haben mit Kopieren. Ich bin im Namen eines anderen aufgetreten und ich bin in der ganzen, sage ich mal, in der ganzen Kraft oder alles das, was das Unternehmen abgebildet hat, ich konnte es Menschen weitergeben, was dieses Unternehmen ist und was dieses Unternehmen Menschen Gutes bieten kann. Und hier steht, wir sind Botschafter an Christi Stadt, das heißt, wir sind alle sozusagen im Vertrieb, okay? Wir sind alle im Vertrieb, du und ich, wir sind im Vertrieb. Wir sind nicht im Büro, so, wir sind nicht in der Verwaltung, wir sitzen nicht am Rechner und verstecken uns, sondern wir sind im Vertrieb. Du und ich, wir sind im Vertrieb. Und ich weiß, wenn man das so sagt, sagst du, oh ja, ich bin noch nicht im Vertrieb, ich bin noch niemand, der evangelistisch unterwegs ist, ich kann auch nicht mit Menschen über Jesus reden, aber hey, das ist dann mein Job. So, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter, darfst du wissen, hat aber die ganze Legitimation, die ganze Kraft des Unternehmens, alles das, was Gottes Reich ausmacht. Gott sendet dich und mich in diese Welt. Deswegen hat Jesus gesagt, hey, ich gehe zum Vater, aber es kommt derjenige, der euch leitet in alle Wahrheit, der Heilige Geist, und er wird euch mitnehmen, er wird euch ausstatten, er wird euch alles geben, was ihr braucht. Dann kam das Pfingstwunder, sie erlebten den Heiligen Geist und sie gingen mutig und sie verkündigten das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn du hier bist und sagst, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, ich bin so schüchtern, ich kriege den Mund nicht auf, will ich sagen, hey, öffne dich für den Heiligen Geist, dass du anfangen kannst, in deiner Berufung zu leben. Du und ich, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wie sollen Menschen die frohe Botschaft von Jesus hören, wenn wir unseren Mund nicht auftun? Die Bibel sagt, wenn wir es nicht tun, wenn die Steine schreien. Und gerade in diesen Zeiten wie heute, wo so viel Dunkelheit um uns herum ist, wo so viele Menschen sich fragen, hey, was gibt meinem Leben Halt, was gibt meinem Leben Sicherheit, sind wir dazu berufen, Hoffnungsbringer zu sein, Botschafter wirklich an Christi Stadt zu sein und den Menschen zuzurufen, hey,
ich weiß, ich kenne jemanden, ich weiß, an wen du dich wenden kannst. Es gibt jemanden, der dein Leben verändern kann. Sein Name ist Jesus. Und er kann alles in deinem Leben neu machen. Er will alles in deinem Leben neu machen. Ihm ist nichts unmöglich in deinem Leben. Hey, dazu sendet uns Gott in diese Welt hinein, dass wir diese Welt zu einem Ort machen, wo Menschen es hören, dass es jemand gibt, der ihr Leben wirklich verändern möchte, der ihr Leben neu machen möchte. Und ich will dich mal so fragen, wie ist es denn in deinem Leben? Damit, da wo du bist, in deinem Alltag, Jesus Christus den Menschen zu bringen. Ist dir das überhaupt wichtig? Oder denkst du so, hey, für mich ist doch alles gut. Jesus, ich kenne dich, ich stehe morgens auf, ich kann beten, ich habe die Bibel vor mir, den Kaffee, mir geht's gut, die Heizung ist an. Passt doch alles. Aber hast du eine Idee davon, wie viel Liebe Gott für jeden einzelnen Menschen hat, wie sein Herz schlägt für jeden einzelnen Menschen, dass er nicht diesen Gedanken ertragen kann, dass nur ein Mensch, der ihn nicht kennt, auf ewig verloren ist, weil es dir zutraut und dir als Auftrag mitgibt, dass du das Evangelium Menschen weitergibst. Deswegen, ich will dich mal fragen, wie ist es damit, dein Herzschlag für Menschen? So, wie ist das auf deiner Arbeit? Oh, meine Kollegen, die sind so nervig, wenn du die kennen würdest, die würdest du auch nicht lieben. Ja, dann bete morgens und sag, Heiliger Geist, schenk mir Liebe. Schenk mir ein Herz. Lass mich Menschen so sehen, wie du Menschen siehst. Bei ihm ist es wichtig, dass jeder Mensch zur Kenntnis der Wahrheit kommt. Wie ist es mit deinen Eltern? Wie ist es mit deinen Geschwistern? Wie ist es mit deinen Cousins, mit deinen Cousinen? Lebst du in diesem Mandat? Ich bin Botschafter in meinem Umfeld. Dazu sendet dich Gott, das zu tun. Hoffnungsbringer zu sein. Und hey, ich glaube daran, wenn wir das tun, dann wird Gott Früchte schenken. Gott wird Früchte schenken. Manchmal nicht sofort. Manchmal dauert das Zeit. Aber Gott wird Früchte schenken. Genauso diese Kirche hier. Wenn ihr sagt, wir geben nicht nach. Wir gehen voran. Ob wir uns danach fühlen oder ob wir uns nicht danach fühlen. Ob wir einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag haben. Wir gehen voran, weil wir wissen, dass das Wort, was wir predigen, niemals leer zurückkommen wird. Und dass die Frucht aufgehen wird, dass die Ernte sichtbar wird. Das sind Prinzipien in unserem Leben. Ich möchte schließen. Ich habe vor einigen Wochen eine Werbung gelesen in meinem Heimatort, da wo ich lebe. Und von einer großen Fitnesskette. Und diese Werbung, ich weiß gar nicht, ob wir das auf dem Screen haben. Diese Werbung, haben wir das drauf? Ja. Diese Werbung hieß, machen ist wie sagen, nur krasser. Ja, wir sagen das ja immer schon. Na, ja, klar, wir machen das, aber wir reden viel, wenn der Tag lang ist. Die Frage ist, was machen wir denn? Tun wir das wirklich? Und die sagen, hey, oh, die Predigt, die war heute nicht so deep, die war heute nicht so tief, so. Ja, ich glaube, dass jede Predigt deep und tief wird, wenn wir mal eine Wahrheit rausnehmen und sie leben. Und es einfach anwenden und mal gucken, ist das wirklich wahr, was der Prediger gesagt hat? Ist das wirklich wahr, was in der Bibel steht? Und du wirst sehen, es ist wahr. Gott ist immer noch derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeiten. Er regiert. Er regiert. Und ihm ist alles möglich, auch durch dich in deinem Leben zu tun. Und so will ich dir Mut machen. Hey, du und ich, Gott hat Neues geschaffen in deinem Leben. Lass dir nicht vom Teufel einreden, dass du kein Kind Gottes bist. Lass dir nicht einreden, dass du jemand bist, der nichts bewegt, sondern nimm das für dich in Anspruch, was die Bibel sagt. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Anrecht am Himmel bekommen. Egal, was der Feind sagt, du kannst immer widerstehen. Du kannst immer sagen, du hast keine Ahnung. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter des Höchsten. Und ich weiß, Gott ist mit mir, Gott liebt mich von ganzem Herzen. Und du schaust nicht mehr zurück, was war. Du sagst, die Sünde ist nicht mehr in meinem Leben diejenige, die herrschen soll. Ich bin tot der Sünde. Ich lebe nicht mehr für den ganzen Dreck, für den ganzen Mist. Alles, was gewesen ist, ist vergangen. Ich strecke mich aus, den Auftrag zu leben, den Gott mir zugedacht hat, nämlich jemand zu sein, der Hoffnung in diese Welt bringt, der Freude in dieser Welt bringt, der diese Welt zu einem besseren Ort macht, weil Gott hat mich dazu bestimmt. Seid ihr da dabei? Solche Menschen zu sein, sage ich euch, eure Stadt braucht solche Menschen. Deine Stadt braucht dich, deine Umgebung braucht dich. Gott sendet dich und er will dich gebrauchen, da wo du bist.
Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.